wir wollen uns mal kurz unterhalten über die neuen Entwicklungen im grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehr Deutschland-Polen mit dem Winterfahrplan 2018-19. Das Wichtigste ist wohl, dass uns die österreichische Bundesbahn ein Geschenk macht sozusagen. Ja, wir haben ja endlich mal wieder eine tägliche Eurocity-Verbindung nach Breslau und auch nach Opole. Und der Punkt ist der, dass diese Verbindung nutzt natürlich besonders den Breslauern, weil sie eine Tagesrandverbindung ermöglicht. Das heißt, man kann von Breslau morgens losfahren und abends zurückfahren. Naja, für Berliner ist es vielleicht auch interessant, wenn man übernachtet und einen Termin am Morgen hat. Der Zug fährt ja um, der wird im historischen Bahnhof von Berlin-Charlottenburg um 18.24 Uhr eingesetzt und fährt dort ab. Charlottenburg war ja vor dem Zweiten Weltkrieg traditionsgemäß immer der Abfahrtsort, der Einsatzort aller Züge, die nach Schlesien und auch über die Ostbahn fuhren. Und man ist dann noch nach 4 Stunden um 22.55 Uhr in Breslau. Und wie ist der Rückweg dann, Wrocław-Berlin? Ja, das ist wahrscheinlich nicht so interessant für die Berliner, aber die Breslauer sind ja Frühaufsteher. Man muss dann gegen 5.10 Uhr kann man losfahren, ist dann aber schon um kurz nach 9 in Berlin und kann dann auch dort auch Tagesgeschäfte erledigen oder auch weiter mit dem Flug oder mit Intercity-Zügen weiterfahren. Ja, diese Verbindung ist ja offenbar ein Gemeinschaftsprodukt, initiiert durch österreichische Staatsbahn ÖBB und die Polen PKP hat auch einen großen Anteil. Was passiert noch abseits von Wrocław dann weiter? Ja, die österreichische Bundesbahn hat die historische Route von Breslau nach Berlin entdeckt, vor dem Ersten Weltkrieg und auch kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, viele Züge fuhren ja den einfachen Weg entlang der Oder über Oppeln, Oderberg. Und von Oderberg sind es ja nur 120 Kilometer bis zum Wiener Becken. Das ist ja die traditionelle Bahnstrecke, die nur 6 Kilometer länger ist als über Prag. Aber wir haben ausgerechnet, dass wenn man die Bahnstrecke modernisieren würde auf einen Standard von 116, das geschieht ja auch südlich von Opole, dass man die gleiche Fahrzeit hätte als über Prag. Und dieser Zug hat auch noch Kurswagen, die nach Przemysl gehen, also an die ostpolnische Grenze? Ja, das ist auch wichtig. Das sind nämlich die Sitzplatzwagen und ist eigentlich eine pfiffige Idee der Finanzierung. Das heißt, es sind sozusagen 3 Züge zusammengekoppelt nach Budapest, nach Wien und nach Przemysl. Dadurch spart man Trassenpreise. Und die Eurocity-Verbindung nach Przemysl, die beschert natürlich auch die Möglichkeit eines Zuschusses der polnischen nationalen Regierung. Krakow-Przemysl hat eine strategische Bedeutung, wo auch sehr viele Pendler aus der Ukraine kommen. Und so konnte man ein Finanzierungskonzept des Zuges entwickeln. An der deutsch-polnischen Grenze wird dann wahrscheinlich die Lok gewechselt, weil man nicht so viele Zweistrom-Loks hat? Nein, das zeigt schon einen Blick auf den Fahrplan, denn der Zug hält in Frankfurt-Oder nur sehr kurz, einige Minuten. Das heißt, man hat auch aus einem Siemens-Husar, der dort bis Breslau noch weiter durchfahren kann. Ja, das ist ja offenbar Mangelware. Nur die PKP Intercity hat bisher solche Loks, obwohl jetzt zum Winterfahrplan wird eine neue Strecke eingeweiht. Komplett haben wir jetzt auch einen zweiten Bahnübergang Deutschland-Polen elektrifiziert. Da könnte man also auch so einen schnellen Verkehr ohne Lokwechsel machen. Wo ist das genau? Worum geht es da? Ja, es gibt da wohl 2 Probleme. Die das verhindert haben. Das erste ist, dass Vertreter der PKP Intercity haben uns gesagt, dass die Loks, also die Husare, noch nicht ausgerüstet sind für die Schnittstelle dort. Denn im System Frankfurt-Oder wird Gleichstrom und die Umschaltung der Zugsicherungssysteme zum gleichen Zeitpunkt durch die Software vollzogen. In Horka ist das getrennt und PKP Intercity hat uns gesagt, dass man erst prüfen muss, was eine Umrüstung der Software kostet. Aber es gibt möglicherweise noch einen zweiten Punkt, die Trassenpreise. Die Trassenpreise sind ja sehr hoch und man muss natürlich
um den Zug wirtschaftlich zu fahren, will man möglichst wenig in Deutschland fahren, um die hohen Trassenpreise auch zu vermeiden. Die Trassenpreise in Tschechien, die auch erhöht worden sind zwischen Prag und Ústí, sollen auch ein Grund gewesen sein, weswegen die ÖBB auf die Idee gekommen ist, die sehr günstigen polnischen Trassenpreise zu nutzen. Also das heißt, wir bekommen jetzt in Horka einen neuen Bahnübergang. Der ist aber technisch etwas anders ausgestattet als in Frankfurt-Oder. Ja. Und dadurch, und außerdem, wenn er längere Strecke in Deutschland fährt, wäre es teurer wegen dieser Benutzungspreise. Und das steht bisher noch einem schnellen Zugverkehr elektrisch über diese schöne Strecke entgegen. Da ist also wieder etwas zu fordern an die Beteiligten, sich da noch mal was zu überlegen. Ja, man hätte sogar einen Zeitvorteil. Wir haben ausgerechnet, dass ein Zug über Horka würde eine Fahrzeit von 3,5 Stunden benötigen, wenn er in Cottbus auch Kopf macht und die Fahrtrichtung wechselt. Über Frankfurt oder Gdynia-Gora sind es immerhin trotz der Modernisierung auf der Strecke 4 Stunden 5 Minuten, also eine halbe Stunde ist es langsamer. Aber wir vermuten, dass wenn der Flughafen BER endlich fertig ist, der liegt ja sozusagen auf dem Weg, dass dann möglicherweise Horka auch für einen Tageszug interessant sein könnte. Es sollte ja auch ein Wochenendprogramm stattfinden, Niederbahn immer Eisenbahn von Berlin nach Wrocław und zurück. Findet jetzt aber zunächst nicht statt. Warum? Ja, da gibt es Schwierigkeiten der Finanzierung zwischen den Wojewodschaften Niederschlesien und Lubuskie. Es ist immer oft schwierig, Züge über eine Wojewodschaftsgrenze zu finanzieren. Aber es ist wohl noch nicht aufgegeben. Es werden noch Gespräche stattfinden, in der Hoffnung, dass man vielleicht bis zum Sommerfahrplan im Juni eine Lösung findet. Der Kulturzug, den vor allen Dingen auch Berlin-Brandenburg mit unterstützt finanziell von Berlin nach Wrocław im Wochenendverkehr, der wird weiterhin fahren. Ja, der wird weiterhin fahren. Der ist das ganze Jahr gesichert, auch mit Kulturprogramm. Aber ich denke, dass es allmählich Zeit wird, diesen Zug in eine reguläre Verbindung zu überführen. Die sollte dann auch über Cottbus auf alle Fälle führen und möglichst auch die neue Strecke über Horka, Węglinetz, die ja auf polnischer Seite komplett auf 160 Stundenkilometer ausgebaut ist. Ja. Wie sieht es jetzt aus mit den Fahrten von Berlin nach Stettin und zurück? Bleibt das da bei der Anzahl der Züge und bei dem hauptsächlich weiter notwendigen Umsteigen in Angermünde? Ja, das bleibt erstmal so. Und die Fahrzeit wird möglicherweise, wenn das Karower Kreuz fertig ist, kann im übernächsten Fahrplan noch bei einigen Zügen noch ein paar Minuten beschleunigt werden. Aber die große Änderung kommt erst, wenn die Strecke elektrifiziert wird und die Finanzierung der Elektrifizierung ist ja gesichert. Und dann haben sich ja Berlin und Brandenburg dazu verpflichtet, einen Stundentakt zu bestellen und sogar mit Taktverstärkung in der HVZ. Die Züge der Niederbahnnehmer Eisenbahn nach Kostschin und ganz früh und spät auch Gorzów, bleibt das auch so wie bisher? Ja, das bleibt so wie bisher. Es gibt ja Probleme mit den Fahrzeugen und wir hoffen auch, dass die Fahrzeugkrise und auch beseitigt wird und dass auch mehr Fahrzeuge für Gorzów zur Verfügung stehen. Das hängt ja auch von den Zulassungsverfahren der Eisenbahnaufsichtsbehörden ab. Ja, dann haben wir die Strecke von Dresden nach Wrocław. Da gibt es jetzt keinen durchgehenden Zug mehr mit dem Winterfahrplan. Da soll umgestiegen werden auf polnischer Seite. Ja, ist auch der Wunsch der KD, also der Niederschlesischen Eisenbahn. Sie haben ja sehr viele elektrische Triebwagen, die 160 fahren können, mit einer guten Inneneinrichtung und auch großer Kapazität. Der Triebzug war oft sehr überfüllt auf polnischer Seite. Und da ist jetzt die Idee, dass mit dem Fortschreiten der Elektrifizierung man ein bahnsteiggleiches Umsteigen gewährleistet. Zunächst in Węglinetz und wenn der Fahrdraht bis Skorzelec im Betrieb ist, dann in Skorzelec und wir hoffen auch in einigen Jahren in Görlitz dann.
Das heißt, der würde auch über die Strecke, über Hawker jetzt fahren, oder wie? Nein, der fährt die Strecke Wengennetz, Görlitz direkt. Die wird ja gerade elektrifiziert. Und die PKP Intercity hat ja sogar zugesagt, wenn endlich die 800 Meter von der Brücke, von der Neiße-Brücke bis Görlitz elektrifiziert sind, würde PKP Intercity auch mit Intercity-Zügen nach Görlitz fahren. Aber das ist ja, das wird zumindest jetzt geprüft, ob da noch Elektrifizierung stattfinden soll, wenn ich das richtig verstanden habe bei der Präsentierung dieser Reste-Vorratsliste der Infrastrukturprojekte des Ministeriums. Ja, das Problem ist das Planfeststellungsverfahren, das sehr lange dauern wird, weil da müssen sehr viel beteiligt, auch die Stadtwerke einbezogen werden. Es müssen wohl auch Wechselwirkungen zwischen Stromversorgung der Stadt, Stromleitungen, die dort drunter laufen, und dem Gleichstrom untersucht werden. Und da sind wir selbst erstaunt, dass es doch einige Jahre dauern soll, ehe man das alles, die Grenzenplanung, umgesetzt hat. Ja, die letzte Sache vielleicht noch. Wir haben ja auch Regionalzüge von Berlin nach Girona-Gura. Und da gibt es jetzt noch Neuigkeiten? Ja. Den durchgehenden Zug gibt es nicht mehr, aber der war auch, wie ich mich selbst überzeugt habe, war der sehr schwach besetzt. Da waren oft nur 10 Fahrgäste drin. Aber dafür gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Girona-Gura täglich 4 Regionalzugverbindungen. Und man kommt dort ja auch sehr schnell mit Umsteigen auf die RE1 in die Berliner Stadt rein. Die Fahrzeiten sind sogar günstiger als die durchgehende Verbindung. Und man kann in Berlin ja auch direkt ins Zentrum fahren. Der RE1 hält ja an mehreren Stellen zwischen Berlin-Charlottenburg und Berlin-Hauptbahnhof. Was für Züge sind das denn dann? Polnische? Nein. Die DB-Züge beginnen dann quasi erst in Frankfurt-Oder. Ja, genau. Das ist im Auftrag der Przewoźni Regionale wird sozusagen der Triebzug, der auch ausgerüstet ist mit der Indusi und der SAP, wird dann sozusagen zwischen den Städten hin und her pendeln. Mhm. Das ist aber sicher sinnvoll, als eine durchgehende Verbindung nach Lichtenberg anzubieten, die sehr ungünstige Zeiten hat. Für die Berliner wird es ein wenig besser. Man kann früher nach Girona-Gura fahren. Der Zug fährt ein bisschen später. Es war noch nicht befriedigend. Um 16.50 Uhr muss man zurück. Aber es reicht schon eigentlich für einen Tagesausflug, wenn man die Frühverbindung über Frankfurt-Oder nimmt. Also zusammengefasst kann man sagen, leichte Verbesserungen, ja, an der deutsch-polnischen Bahnfront. Das würde ich auch so einschätzen. Bisher gab es ja viele Jahre nur Verschlechterungen, aber in diesem Fahrplan gibt es erste Verbesserungen. Und die große Verbesserung ist eigentlich die durchgehende Verbindung nach Breslau und nach Opole. Und das nützt auch sehr unseren polnischen Freunden und Kooperationspartnern, die dann immer sehr bequem nach Berlin kommen können und dann um 18.24 Uhr von Charlottenburg oder um 18.50 Uhr vom Ostbahnhof zurückfahren können. Ja, herzlichen Dank für diese Information. Okay.